Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder auf der Insel, beziehungsweise auf dem halben Festland oder was ist es, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall hier, haben wir einen Hafen und da einen Hafen und dieses Schiff fährt von Erlangen nach Rosenrath oder Rösrath. So, das ist die Strecke und wir bauen gerade eine Dingens. Das heißt, die Schiffe brauchen demnächst dann nicht mehr langfahren, ne? Fahren hier noch andere Schiffe lang? Das ist die Frage, Verbindung. Ja, Willigburg. Ja, das ist ein Regionalzug und das ist ein Dingens. Es fährt wohl kein Einzelfahrt, die hier halten können. Keine Schiffe. Normalspur ist klar. Also es gibt keine Verbindung woanders hin. Das heißt, hier gibt es da eine Verbindung woanders hin? Ja, hier ist es. St. Ingbert. Ja, ich lass das erstmal so. Aber da waren keine drauf, oder? Nö, da sind keine drauf. Wahrscheinlich fahren die dann schneller. Vielleicht können wir den Hafen wegmachen. Wenn wir die Linie fertig haben, das müssen wir noch machen. Gut, das heißt, wir fahren jetzt hier mit der Linie nach Erlangen und nach Funkstadt. Ihr geht ins Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm, das ist viel wichtiger. So, das heißt, der Hafen muss bleiben und wir müssen hier mit dem Zug herkommen. Das würde bedeuten, wir bauen mal hier die Zuglinie hin. 50 ist richtig. So, das geht so nur. Und dann müssten wir hier weiter, ne? Warte mal, dann würde ich sagen, arbeiten wir hier erstmal. Wir müssen da einmal absenken, dann können wir da hochfahren, genau. Das kann zu und wir gehen mit der Linie weiter, mit der Linie nicht, sondern mit dem, sag schon, mit dem Gleis weiter nach hier und schließen da an. Das sieht soweit gut aus, denke ich. Und von hier oben fahren wir dann weiter nach da, oder? Kommen dann da rein. Wenn wir da waren, fahren wir nach da. Da können wir hier aber durchfahren, denke ich, oder? Warte mal, da muss ich mal gerade schauen, dass ich das sehe. Wo ist die Bushaltestelle? Da. Das würde bedeuten, wir kommen von da so rein. Ja, machen wir so. Das nächste Städtchen. Da ist eine Burg. Dann würde ich vielleicht sogar hier rüber fahren wollen. Ah, dann macht er keine Brücke. Dann müssen wir die Brücke machen, ne? Brücke, da. Geht das so nicht? Ne, geht so nicht. Wieso geht hier keine Brücke? Backsteinbrücke, geht die? Da muss eine Schräge für da sein. So sieht's aus. Das ist leider ein bisschen nervig, ne? So, das bedeutet, wir müssen hier irgendwas anschütten, ne, oder? Halbe Höhe oder ganze Höhe? Das ist die Frage, ne? Können wir mal testen, wissen wir gleich, ne? Warte mal, das war die dann noch. Und dann noch mal so. Die Höhe der Brücke reicht nicht aus. Das heißt, der muss so und muss der andere da. Der muss so. Und jetzt der. Jetzt hat das geschnallt. Das heißt, wir müssen hier so runter. Ja, toll. Und da auch so runter. Und dann müssen wir noch einen Bahnhof haben. Aber ich glaube, das klappt sogar tatsächlich noch, ne?
Wieso geht das nicht? Keine passende Kreuzung. Weg zu schnell. Noch gerade hier eine Brücke gebaut, oder? Oh Mann, ey. Geht das? Ja, jetzt haben wir eine schicke Brücke hier stehen und können aber keine Straße daran bauen, ne? Geht das andere? Nö. Oder Weg zu steil, was hat er gesagt? Könnte auch sein, ne? Weg zu steil hat er bestimmt gesagt, ne? Oder? Die haben aber doch irgendwo schon mal eine Brücke gebaut, oder? Wo war das hier? Ja, tatsächlich haben wir hier irgendwie so eine Schräge gebaut, die, glaube ich, zu anders aussieht. Wo ist die Kirche da? Das heißt, wir müssen, glaube ich, den hier haben und dann den da. Na, das funktioniert so nicht. Das heißt, wir müssen so haben. Genau. Und dann nochmal so einen drauf. So, und jetzt können wir anschließen. Kann das sein? Sieht er so aus, als ob das geht. Das heißt, wir müssen da so einbauen. Und dann so einbauen. Und dann so einbauen. Und dann brauchen wir jetzt die Linie. Wenn ich jetzt hier den Zug hinbaue, dann funktioniert das mit der Abdeckung nicht. Wetten? Doch, ist noch drin. Glück gehabt. Ich würde jetzt tatsächlich aber hier nochmal einen höher machen und dann erst die Rampe, weil ich glaube, dass wir vielleicht dreigleisig brauchen. Gut. Ja, dann noch nicht mal angeschlossen, auch sehr schön. Können wir das auch anschließen? So, ja, geht. So, jetzt Richtung Brücke noch. Aber da komme ich ganz schlecht hin, das heißt, wir fahren hier vorbei. Schließen von da. Nach da an. Können hier einen Bahnhof machen und dann steigen die mit der Kutsche da um. Und wir machen hier noch. Schwierig. Hier ist ganz schwierig, ne? Geht auch nicht so. Machen wir so nach da. Machen wir so nach da. Nehmen den da nochmal weg. Setzen hier im Bahnhof hin. Nochmal ein Dreier. Passt. Das mach weg. Haben wir hier noch ein Städtchen? Ja, noch eins. Da müssen wir noch hinfahren. Kommt von hier. Und wir können auch über diese Kirche eigentlich dann fahren, oder? Das Gleis kommt hier raus und fährt nach hier vorbei. Dann machen wir erstmal bis da, dann kann ich hier ein bisschen reinzoomen. Kann man so anschließen. Wo ist hier? Oh, da ist ein Häuschen gebaut. Guck mal an. Und wie schließen wir hier an? Da lang. Da lang. Ja, machen wir so. Dass der das immer nicht baut, ne? So, das bedeutet, wir haben jetzt hier einen Bahnhof. Und hier einen Bahnhof. Abgedeckt. Da haben wir schon einen Bahnhof. Achso, wir haben Dreierbahnhöfe gemacht, ne?
Bedeutet, der geht hier noch, aber hier geht er nicht, oder? Ja, da ist was faul. Aber wir können definitiv hier länger ziehen und doch einen Dreierbahnhof hinkriegen, indem wir jetzt den Halt da einzaubern. Passt. Fertig, oder? So, da geht, da geht, da geht, da geht. Hier machen wir einen Umsteigerbahnhof, denke ich, für die Linie. Und da können wir zweigleisig gerade dann mal schnell bauen. Das macht dann Sinn. Machen wir so. Und hier noch einen zweiten Bahnsteig hin. Gut. Schließen wir. Funktioniert erstmal so, glaube ich. Hier fehlt noch ein Bahnhof. Ne, das. Passt. Hier hat er nicht angeschlossen, super. Aber Bahnhof können wir hier trotzdem noch bauen. Hier fehlt auch noch ein Bahnhof. Da ist einer. Den können wir gerade verlängern. Da ist auch nur zweifach. Da machen wir auch dreifach. Der fällt weg, ne? So, das haben wir jetzt alles dreifach gemacht. So, schließen. Fährt irgendwo schon Zug? Ja, da. Das heißt, wir müssen jetzt Lok. Den nehmen. Passagierzüge. Wer war das? Das ist Post, ne? Zwei. Fahrplan. Fahrplan zur Linie. Ich mache da erst die 72 drauf, weil mir der Zug gleich hier so schnell vorbeikommt, ne? Und der fährt von da nach da nach da nach da und Reihenfolge umdrehen. Nee, nicht Reihenfolge umdrehen. Okay, nee. Ich dachte, die Retour könnte man da machen. Dann wieder dahin, dahin und dahin. So, der ist doppelt, dann kann der weg. Jetzt warten wir noch, bis der da vorbeigefahren ist. Den lass erstmal so. Linie 72 starten. Dann fährt er nämlich raus und jetzt kann ich schnell noch einen bauen. Ich wollte eine neue Linie, einen neuen Zug bauen. Lok. Die. Passagierzüge, die. Fahrplan. Umbenennen kann ich das alles später. Ich muss jetzt schnell eine Linie machen. Und der fährt von der Burg. Ich hoffe, ich hätte das da nicht gemacht. Fährt hier über den nach da nach da nach dort und dann wieder zurück. Da, da und jetzt müsste er da wieder landen und das wäre eigentlich doppelt, zeigt aber nicht an. Aber die Stelle anders ist, passt. Das ist gut. Jetzt hat er es wieder nicht gemacht, ne? Und 73 und starten. Ich hoffe jetzt, dass ich an der richtigen Stelle noch bin, dass der andere Zug nicht fährt. Ah, er fährt gerade vorbei. Das bedeutet, es klappt nicht, der braucht irgendwo eine Ausfahrt. Ah doch, es könnte klappen, indem er hier vorbeifährt.
Okay, schauen wir mal, ob das klappt. Er fährt jetzt hier rein, belädt und fährt weiter und jetzt müsste er vielleicht losfahren. Warte auf freie Strecke. Nee. Das bedeutet, wir brauchen gerade Signale. Fährt er raus? Ja, ne? Ja, er fährt raus. Aber wir müssen das Signal hier hinbauen, glaube ich. Oder hier hin? Ne, hier hin müssen wir es bauen. So, und dann löschen wir das andere aber schnell wieder weg. Was ist das hier? Okay, das funktioniert so nicht, aber es funktioniert ja, indem ich den hier nehme, ne? Jetzt fährt er da vorbei. Jetzt kann ich den löschen. Jetzt müsste er hier vorbeifahren, ohne dass das stört. Schauen wir mal, ne, wie das so wird, oder? Ja. Er fährt da jetzt auf jeden Fall rein und bleibt da hoffentlich stehen. Und er fährt weiter. Nein, er fährt nicht weiter. Warum das? Warum bleibt er stehen? Dann hilft mir das hier doch nichts. Ja, ich glaube aber, er fährt dann gleich weiter, während er da ist, ne? Oder? Machen wir gerade schneller. Wenn er da im Bahnhof ist, müsste der jetzt weiterfahren, oder? Der fährt immer noch nicht weiter. Super, oder? Nein, das wird nichts mehr. Das ist fehlgeschlagen. Ich probiere es mal so. Und jetzt fährt er. Ach, der fährt auch noch weiter nach da. Okay. Dann machen wir mal gerade so. Wie weit fährt er denn noch? Oh man, shit. Das kannst du erstmal alles wegmachen. Jetzt fährt er wieder nicht mehr, weil das Signal da fehlt. Und ich weiß nicht, wie weit er fährt. Ja, bis hierhin und dann dreht er um. Schnell hier noch ein Signal hin. Das könnte jetzt klappen, oder? Und wir müssen ganz schnell dieses Signal wegreißen, sonst gibt es Probleme, glaube ich. Er müsste jetzt umdrehen. Und er fährt natürlich jetzt weiter, ne? Ja, klar. Was sonst? Ah. So, jetzt klappt's. Jetzt kommen sie aneinander vorbei. Ich muss sie extra noch ausweichen. Oh, nee. Super, oder? So, der fährt jetzt bis Halle. Und wo fährt er? Bis Erlangen fahren die hier, ne? Warte mal, das heißt, der ist schon weit unterwegs. Das würde bedeuten, dass ich diesen Zug hier, den ich jetzt gebaut habe, warte, das machen wir mal schnell weg hier. Der müsste eigentlich noch einen weiterfahren dann, oder? Ja. Das heißt, dieser hier, die Linie müssen wir nochmal bearbeiten. Lüdinghausen, orthodoxe Kirche.
Alle? Achso, wir sind da nach Erlangen gefahren. Das heißt, hier müssen wir Änderungen verwerben, hinzufügen, nee, einfügen. Da fährt er noch nach Halle. Von Halle fährt er dann nach Erlangen und dann nach Funkstadt, ne? Ja, ich glaube, so ist richtig. Und das ist jetzt der Regionalzug. Sinsheim, Lüdinghausen. Hochstadt. Erlangen und Halle. Passt. Sieht so aus. So, und dann müssen wir aber Halle noch schauen, dass wir das hier hinkriegen. Wieso steht der da jetzt und fährt nicht weiter? Wo ist der andere Zug? Der fährt jetzt da durch und jetzt muss es klappen eigentlich, oder? Ja, jetzt fährt er wieder, okay. So, das bedeutet auch hier werden wir jetzt noch Signale setzen müssen. Und da werden wir Signale setzen müssen. Wenn da einer durchfährt, dann so rum, ne? Ich hoffe, das klappt so. Der fährt auf jeden Fall noch und der andere fährt auch noch. Dann muss es noch gehen. So, jetzt müssen wir nur noch mal checken. Ja, bei der Burg lass es wechseln, das ist schon okay so. So, diese Linie heißt jetzt Regionalzug Staßfurt. Und Sinsheim, ne? Da können wir ja noch über Sehens. So, das passt dann, ne? Okay, das würde bedeuten, ja, eigentlich wäre hier noch vielleicht Lüdinghausen noch der bessere Wechselpunkt gewesen. Lassen wir jetzt aber mal weg. Ja, das Pferd und Halle ist hier der Wechselpunkt. Aber Halle müssen wir jetzt nochmal umswitchen, weil da müssen wir jetzt noch ein zweites Gleis bauen. Machen wir mal so, ne? Nicht, warum der hier nicht so gerade ausgebaut hat. Dann reißen wir die anderen Stellen gerade mal ein bisschen ab, oder? Ich glaube, so ist das besser. Das auch noch wegreißen. So sieht es viel besser aus, oder? So, Bahnhof nochmal hier hin. Und Signale dahin. Oder? Ne, Signale brauchen wir glaube gar nicht. Wir müssen nur die Linie nochmal aufrufen. Sinsheim, Lüdinghausen, Funkstadt, Erlangen, Halle. Fahrplan. Halle. Da Halle einfügen? Ne. Ja. Den Punkt weg, der fährt da in der andere kommt von der anderen Seite. So müsste es jetzt passend sein. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch fahren. Und das hier sieht schrecklich aus. Und jetzt machen wir das anders.
So. Ich hoffe, die fahren jetzt alle. Ah, hier sind noch ein paar Sachen, die können wir auch noch wegmachen. Diese Signale stehen irgendwie auch doof. So, jetzt die Signale auch erstmal weg, weil wir brauchen keine Signale. Der Zug fährt noch die ganze Zeit. Jetzt können wir mal gerade reingucken, was der so fährt. 21 Passagiere, er hat 1,8 Miese, das ist nicht so dolle, aber er fährt ja auch noch nicht so lange. Vielleicht klappt das alles mit der Zeit. Die Leute stehen hier, 3, okay, das lohnt dann vielleicht da anzuhalten. So, Rösrath, Bahnhof, Hafen fällt weg. Obwohl da 3 Leute stehen. Bei Erlangen-Lilienstraße ist das hier? Lilienstraße? Nö, doch, ist hier, tatsächlich mit dem Schiff. Du, wenn die mit dem Schiff fahren sollen, dann. Ah, müssen wir mal gucken, dass wir mit dem Schiff fahren. Wie wir sitzen denn hier drin? Ja, 10 von 16, die fahren da trotzdem lang. Wahrscheinlich, weil der vielleicht häufiger fährt wie der Zug. Aber dann ist die Frage, ob in der Lilientalstraße einer im Zug sitzt. Und für die. Ah, hier sitzt keiner für die Häfen drin. Rösrath Wald ist nicht. Ja, müssen wir beobachten. Aber Folge ist schon super lang. Wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Der fährt noch.